Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute lesen wir zusammen die Byakuya-Koku-Sammlung, Band 1 bis Band 5. Die Geheimnisse sind in der Schöpfung verborgen, während die Omen von Sonne und Mond sie enthüllen. In Dunkelheit gehüllt sind die drei Ecken, während sich die fünf Heiligen in der Leere verstecken. Das Universum hat keinen Anfang und kein Ende. Und so war es auch mit dem Land, das einmal war. Aber das spielt für uns keine Rolle. Denn das Land, das uns hält, hat nichts mehr mit dieser Ewigkeit ohne Anfang und Ende zu tun. Das sagte der einsame Weise Abaraku zu dem ersten Sonnenkind. Das Sonnenkind hatte schon lange vor, ihn zu bestrafen. Den Weisen so vor den Thron zu rufen, war nur eine weitere Möglichkeit, ihm die Sache schwer zu machen, bevor er inhaftiert wurde. Die Legende besagt, dass Abaraku vom großen Tokoyo Ookami die Weisheit eröffnet wurde und er so in der Lage war, Licht nach Enkanomiya zu bringen, das bis dahin noch nie die Sonne gesehen hatte. Doch das Sonnenkind wurde eifersüchtig auf seine Talente und sperrte ihn für immer ein. Diese Kinder der Sonne dachten nicht daran, dass es sie ohne Abaraku, der den unterirdischen Stern erschaffen hatte, gar nicht erst gegeben hätte. Der Ursprung von Himmel und Erde ist wie beim Huhn und dem Ei, und so sind Drachen und Schlangen auch verwandt. Kaum hatte der weise Abaraku diese Worte ausgesprochen, wurde er von den Truppen überwältigt, die ihm auflauerten. Zu dieser Zeit war Enkanomiya gerade erst durch das Erscheinen der Sonne etwas Luft zum Atmen verschafft worden. Der Drachenerbe liebte die Dunkelheit und mied das Licht, sodass es nicht mehr ungestraft handeln konnte. Die Tage, an denen der Drachenerbe grausam über die Menschen herfiel, waren endlich vorbei, denn die Menschen in Enkanomiya hatten nun die Mittel, sich zu wehren. Doch noch bevor die Bedrohung von außen gebannt werden konnte, kamen die Schwächen der menschlichen Natur zum Vorschein. Das Volk wählte ein Sonnenkind, krönte es zum König und betete es an. Doch dieses regierte mit eiserner Faust und machte den Gerechten den Garaus. Unzählige Jahre vergingen, bevor ein junges Kind von Enkanomiya eine Wette mit Gleichaltrigen einging. Allein tauchte es auf der Suche nach einer Drachenknochenblume hinter die drei Ecken und wich der Spur des Drachenerben aus. Doch was es stattdessen in einer großen Höhle fand, war eine große Schlange, die es noch nie zuvor gesehen hatte. Als es die enorme Gestalt der Schlange betrachtete, spürte das Kind seltsamerweise keine Angst, sondern eine Art Vertrautheit. Ich bin die teuflische Schlange. Obwohl ich unzählige Diener habe, lebt kein einziger Sterblicher mehr in meinem Schutz. Dass ich in dieses Reich gefallen bin und dass wir uns treffen, vielleicht ist das Schicksal. Du gehörst nicht zu meinem Volk, aber du bist trotzdem ein Mensch. Sprich deinen Wunsch und ich werde ihn erhören. Könntest du in dem Fall vielleicht unser Gott werden? So zogen sie einen Mensch und eine Schlange aus, um sich der königlichen Autorität des Sonnenkindes und den Angriffen des Drachenerben zu stellen. Und so hob sich der Vorhang für die Wende der Gezeiten. Wir wollen die Geschichte aufzeichnen, wie der Wille des Himmels auf der Erde Gestalt angenommen hat. O himmlische Götter, diese Schöpfungen sind euer Werk. Gewährt uns göttliche Weisheit, lasst uns endlos alles aufzeichnen. Als die Tauben Zweige hielten, als der ewige Thron des Himmels kam, wurde die Welt neu erschaffen. Dann kam der wahre Herr, der ursprüngliche, hervor und kämpfte gegen die sieben schrecklichen Herrscher, die Drachenfürsten der alten Welt. Der ursprüngliche schuf leuchtende Schatten von sich und die Anzahl dieser Schatten war vier. Über Phanes oder den ursprünglichen. Der ursprüngliche könnte Phanes gewesen sein. Er hatte Flügel und eine Krone und wurde aus einem Ei geboren, das von Natur aus androgyn war. Doch um die Welt zu erschaffen, musste die Schale des Eis zerbrochen werden. Phanes, der Ursprüngliche, benutzte jedoch die Eierschale, um das Universum von dem Mikrokosmos der Welt zu trennen. 40 Jahre nach dem Halten der Zweige. 40 Winter schlossen die Flammen ein und 40 Sommer wühlten die Meere auf. Die sieben Herrscher wurden besiegt und die sieben Völker unterwarfen sich dem Himmel. Der Ursprüngliche, der große Herrscher, begann die Schöpfung von Himmel und Erde um unserer Willen, derjenigen seiner Schöpfungen, die er am meisten schätzte und die bald auf dieser Erde erscheinen würden. 400 Jahre nach dem Halten der Zweige. Die Berge und Flüsse wurden erschaffen und die Meere und Ozeane nahmen diejenigen auf, die sich auflehnten. Und diejenigen, die nicht niederknien wollten. Der Ursprüngliche und einer seiner Schatten erschufen die Vögel, der Luft, die Tiere der Erde und die Fische des Meeres. Gemeinsam schufen sie auch Blumen, Gräser und Bäume, bevor sie schließlich die Menschen erschufen, unsere Vorfahren, zahlreich wie die Sterne am Himmel und unzählig wie die Sandkörner am Ufer. Seit dieser Zeit schlossen unsere Vorfahren einen Bund mit dem Ursprünglichen und traten so in ein neues Zeitalter ein.
Das Jahr der Öffnung der Asche. Der Ursprüngliche hatte einen heiligen Plan für die Menschen. Solange sie glücklich waren, freute auch er sich. Das Jahr nach der Öffnung der Asche. Die Menschen bearbeiteten das Land und so kam die erste Ernte. Die Menschen betrieben Bergbau und schürften so das erste wertvolle Erz. Die Menschen versammelten sich und die ersten Gedichte wurden geschrieben. Das Jubeljahr. Wenn es Hunger gab, brachte der Himmel Nahrung und Regen herab. Wenn es Armut gab, brachte die Erde ihren Reichtum hervor. Wenn sich Melancholie breit machte, antwortete der Himmel mit seiner Stimme. Das einzige Tabu war, der Versuchung zu erliegen. Aber der Weg in die Versuchung war bereits besiegelt. Das Aschejahr. Der zweite Thron des Himmels kam und der Krieg wurde wieder entfacht, wie bei der Schöpfung der Welt. An diesem Tag stürzte der Himmel ein und die Erde wurde zerrissen. Unsere Vorfahren und ihr angestammtes Land sind während dieses Konflikts an diesem Ort gefallen. Das Zeitalter der Dunkelheit hatte begonnen. Das erste Jahr der Dunkelheit. Das Volk der sieben Herrscher hatte in den Ozeanen Zuflucht gefunden und die Drachenerben der Tiefen herrschten über diesen besonderen Ort, was zum Krieg zwischen ihnen und unseren Vorfahren führte. Unsere Vorfahren haben sie mit dem Licht von 1000 Laternen in die Schatten gejagt und dort haben sie sich versteckt und uns gejagt. Aber an diesem Ort herrschte nur Dunkelheit und so waren ihre Jagdgründe ungehindert. Die Gebete der Menschen verwandelten sich in Klagen, aber der Ursprüngliche und seine drei anderen leuchtenden Schatten konnten sie nicht hören. Das Gleichnis von der Sonne. In einer dunklen Höhle lebte eine Gruppe von Menschen, die noch nie das Licht gesehen hatten. Unter ihnen war ein Weiser, der einst die Sonne gesehen hatte, und er erzählte den Versammelten vom Leben unter der Sonne und von der großen Macht der Sonne. Als er sah, dass sie es nicht verstanden, zündete er eine Fackel an, und so kamen die Menschen dazu, die Flamme zu verehren, weil sie glaubten, sie sei die Sonne. Sie gewöhnten sich sogar an ein Leben in der Dunkelheit und am Feuer. Als der Weise starb, nahm jemand die Flamme an sich. Damit würde er einen langen Schatten über das Land werfen. Das Gleichnis Lotus des Vergessens. Eine Lotusblume, die alle, die sie betrachten, ihre Sorgen vergessen lässt. Ein Schiffskapitän, der den Weg zurück nach Hause suchte, entdeckte einen Stamm von Menschen, die diese Lotusblumen aßen. Einige Besatzungsmitglieder blieben an diesem Ort. Andere lehnten diese Versuchung ab. Das Leben ist ein grenzenloser Ozean des Leidens. Wir sind nur auf der Suche nach dem Weg nach Hause. Das dritte Jahr der Dunkelheit. Wir kannten die Einzige, die uns nicht als Herrscher der Zeit im Stich gelassen hatten. Sie war der Moment, sie war jeder Augenblick. Sie war das Maß von 1000 Winden und der Sonne und des Mondes. Sie war jede Sekunde der Freude, jeder Moment der Wut, jeder Augenblick der Sehnsucht, jede Minute der Besessenheit. Sie war jeder Blitz des Wahnsinns. Wir nennen sie Kairos oder Herrscherin der unveränderlichen Welt. Wir wagen es nicht, ihren wahren, geheimen Namen auszusprechen. Und so schreibe ich ihn hier nur einmal und in umgekehrter Reihenfolge wieder. Istaroth. Das Jahr der Blindheit. Die Weisheit des weisen Abrax wurde geweckt und er enthüllte ein lichtbringendes Wunder in seinen Händen. So begannen unsere Vorfahren mit ihm als Anführer, den Helios, zu bauen. Das Jahr des Sehens oder das erste Jahr von Sonne und Mond. Helios, der göttliche Wagen der Sonne, wurde endlich fertiggestellt. Die helle Nacht kam und die ewige Nacht wurde gebannt. Die Jahre der Sonne und des Mondes hatten begonnen. Das zweite Jahr von Sonne und Mond. Unsere Vorfahren suchten den Rückweg, denn der Krieg an der Oberfläche war zu diesem Zeitpunkt sicher schon beendet. Aber der ursprüngliche, der erste Thron hatte einen Bann verhängt, der unsere Vorfahren daran hinderte, den Weg nach Hause zu finden. In diesem Fall musste der Ursprüngliche den zweiten, der nachher kam, besiegt haben. Abrax wurde auf Befehl des Sonnenkindes eingesperrt. Das Gleichnis vom Baum. Der Gärtner des Königs und der Baumgeist des königlichen Gartens waren verliebt. Aber der König wollte die Balken seines Pavillons renovieren und musste deshalb den Baum mit der größten spirituellen Energie in ihm fällen. Der König war die Inkarnation des Ursprünglichen. Und der Gärtner konnte sich dem Herrscher aller Herrscher nicht widersetzen, also konnte er sein Anliegen nur dem Priester des Königs vortragen, der die Inkarnation von Tokuyo Ookami war. Der Priester hatte Mitleid mit dem Gärtner und sagte zu ihm, geh und schneide die Zweige des Geisterbaumes ab. Der Gärtner tat dies und danach tat er, was der König befahl und fällte den Seelenbaum selbst. Dann sagte der Priester, pflanze die Zweige des Geisterbaums in die Erde. Aber der Gärtner sagte,
Ein Geisterbaum braucht 500 Jahre, um zu wachsen. Der Priester sagte, ein Gedanke wird in der Ewigkeit wiederhallen. Und so pflanzte der Gärtner die Zweige in seinem Garten. Im Nu wuchsen die schlanken Äste zu einem neuen Baum und der neue Baumgast war eine Fortsetzung des Vergangenen. Denn es ist der Gott des Augenblicks, der die Samen aus diesem Augenblick in die Vergangenheit und in die Zukunft tragen kann. Das 10. Jahr von Sonne und Mond. Abrax ist schon lange weg. Die Ereignisse vor der Sonne und dem Mond sind ausreichend aufgezeichnet worden. Nun, wenn ich es nicht wagen würde, die Dinge so aufzuschreiben, wie sie geschehen sind, wie könnte ich mich dann als Schreiber von Tokoyo Ookami bezeichnen? Ich höre eine Rüstung draußen. Hier höre ich auf zu schreiben. Das Land in den aphotischen Tiefen unterscheidet sich so sehr von dem an der Oberfläche, dass wir unseren gesunden Menschenverstand dort unten aufgeben müssen. Alles, was wir bisher über Land und Meer wussten, wurde uns direkt vom Himmel gegeben. In dieser neuen Welt müssen wir uns selbst für die einfachsten Methoden neu orientieren. O ihr, die ihr nachher kommt und diese Worte lest, haltet das Leben, das ihr führt, nicht für normal. Selbst wenn sich die Menschen nach 100 oder 1000 Jahren an das Leben hier unten gewöhnt haben, solltet ihr immer daran denken, dass diese Tage, an denen es weder Sonne noch Mond gibt, nicht normal sind. Selbst wenn ein Weiser uns die Sonne zeigen würde, gäbe es mit Sicherheit widerliche Schurken, die ihr Licht nutzen würden, um lange Schatten auf uns zu werfen. Dieses Buch soll den Menschen helfen, die Welt, in der sie leben, zu verstehen und nie den Wunsch zu vergessen, zum Licht zurückzukehren. Dieses Buch wurde im Laufe der Jahre ständig überarbeitet, redigiert und verändert. Sogar der Titel des Buches hat sich geändert, von Aphotische Erde zu Tokoyo Koku und schließlich zu Byakuya Koku. Später kehrten die Menschen aus der Tiefe dank der Gnade von Watatsumi an die Meeresoberfläche zurück, aber es scheint, als hätte Aphotische Erde eine besondere Bedeutung und wurde nicht durchgängig im Text geändert. Von Wind und Wasser. Byakuya Koku hat keine nennenswerte Berge und deshalb ist es sinnlos, über sie zu sprechen. Unsere Priester und Weisen haben jedoch etwas entdeckt. Selbst in diesen Tiefen ist die Kraft des unsterblichen Windes und des Wassers noch vorhanden. Die Personifizierung des unsterblichen Windes ist als Tokoyo Ookami bekannt und wird poetisch als die tausend Winde oder die tausend Winde der Zeit übersetzt. Das Wasser hingegen ist die Macht des Reiches der Drachenechsen, vertreten durch die Tiefseedrachenechsen. Wir haben bereits ein gewisses Fachwissen über die Beziehung zwischen Sonnenflammen, Wind und Wasser entwickelt. Daher müssen sowohl die Hydrologie als auch der unsterbliche Wind berücksichtigt werden, bevor ein Bauprojekt in Angriff genommen wird. Die Grenzen von Byakuya Koku. Die Grenzen von Byakuya Koku werden durch drei Ecken markiert. Sie markieren die Grenzen des wogenden Kampfes zwischen den Menschen und den Drachenechsen. Während der Ära von Byakuya Koku wurden dort drei Weltentürme gebaut, die dazu dienten, die drei Reiche zu versöhnen. Ihre alten Namen sind im Laufe der Zeit verloren gegangen und sie wurden nach der Ankunft von Watatsumi umbenannt. Diese Türme sind äußerst wichtig und befinden sich nicht an Orten, die nach Wind oder Wasser ausgerichtet sind. Ihr Zweck ist es vielmehr, die Tendenzen von Byakuya Koku zu stabilisieren und seine Winde und Gewässer zu kontrollieren. Wenn diese Türme gefährdet wären, würde das ganze Land in Gefahr geraten. Deshalb wurden sie mit geheimen Künsten versteckt. Nur die Schreinjungfern und die Vasallen von Watatsumi können sie herbeirufen. Schmale Schlucht. Die schmale Schlucht befand sich in früheren Zeiten zwischen der Bergwand und einem Gebiet, das als Rundland bekannt war und diesem Ort seinen Namen gab. Die äußerst merkwürdigen tektonischen Verschiebungen in Byakuya Koku führten jedoch dazu, dass das Rundland in die Tiefe stürzte und sich die schmale Schlucht dadurch erheblich verbreiterte. Land des Schlangenherzens. Als unsere Vorfahren diesen Ort zum ersten Mal entdeckten, war er bereits Schauplatz eines einzigartigen Phänomens, bei dem sich der Raum selbst an einem bestimmten Ort überschneiden konnte. Später machten sich unsere Vorfahren dieses Phänomen zunutze und schufen das Schlangenherz. Es dient dazu, Geheimnisse zu bewahren, Verbrecher einzusperren und die große imaginäre Schlange Ouroboros zu verehren. In den frühesten Zeiten wurde dieser Ort Delphi genannt, das Land der Schlangen. Dieser Name änderte sich auch nach der Ankunft von Watatsumi Omikami nicht. In der antiken Kunst wird die schuppenlose Schlange als Ouroboros und die korallengeschmückte Schlange als Orobashi bezeichnet. Dainichi Mikoshi. Der früheste Name dieses Ortes war Helios und es war der hohe Turm, den der weise Abaraku erbaut hatte, der für Erde das Element zwischen Wind und Wasser steht. Der Prophezeiung zufolge war dies wahrscheinlich die Sonne, die der Weise zeigte und die dazu diente, den lichtlosen Höhen zu erleuchten.
die lichtlosen Höhen. Und genau wie in den Prophezeiungen angedeutet, wurde sie später auch benutzt, um einen großen Schatten auf das Land zu werfen. Band 4. Ab heute werden alle Experimente mit dem Drachenerben von Watatsumi Omikami persönlich geleitet. Alle Akten, die dem ersten Jahr des Watatsumi-Kalenders vorausgingen, wurden vernichtet. Für die Seriennummern der Dossiers werden nicht mehr die Kategorien Alpha, Beta, Gamma, Delta und Epsilon verwendet, die in der alten Watatsumi-Sprache verwendet wurden. Stattdessen werden wir in Zukunft Erde, Wasser, Feuer, Wind, Äther und Leere verwenden. Alle Zitate und Vermerke sind in Anführungszeichen zu setzen. Die folgenden Reihenfolgen sollten eingehalten werden. Aktenüberschrift, Seriennummer, Titel, Autor. Der Autor kann weggelassen werden oder es kann sein interner Titel aus dem Forschungslabor verwendet werden. Die Verwendung des alten Namens aus Byakuyakoku, Enkanomiya oder des modernen Namens aus Watatsumi Narukami Inazuma ist verboten. Diese experimentellen Aufzeichnungen sind nicht für das Schreiben von Tagebüchern, Liebesbriefen oder Fantasieromanen gedacht. Die Evolution der Drachenerben, im folgenden Tiefseedrachenechsen oder einfach Drachenechsen genannt, ist für alle deutlich zu sehen. Wasser 101, Drachenerbe, Evolution 1. Wir haben versucht, die Temperatur in der Lebensumgebung von jungen, hitzeresistenten Drachenechsen zu senken. Das Ergebnis war, dass sie schwächer waren, sobald sie ausgewachsen waren. Wir vermuten, dass dies daran lag, dass ihr Körper nicht den Samen besaß, der nötig ist, um einer solchen Umgebung zu widerstehen. Ihre Nachkommen hatten jedoch alle einen hohen Körperfettanteil, eine größere Vorliebe für den Schlaf und würden das Kryo-Element ausprägen. Siehe dazu die Versuchsdaten nach dem Haupttext. Die anomalen Daten von Probe 3 sind darauf zurückzuführen, dass mein Assistent Mitleid mit dem Probanden der Anti-Hunger-Kontrollgruppe hatte und ihn heimlich fütterte. Als wir ihre Nachkommen dann in die Hitze brachten, entschieden sie sich wie ihre Vorfahren für die Eigenschaft der Hitzebeständigkeit. Allerdings hat bisher keiner von ihnen Eigenschaften entwickelt, die auf das Pyro-Element hindeuten. Wir haben noch nicht genug Daten, um eine Schlussfolgerung zu ziehen, aber wir können eine fundierte Vermutung anstellen, dass Tiefseedrachenechsen die Fähigkeit haben, ihren Samen vor der Reifung frei zu erwecken. Drachenechsenmütter können auch neue Samen erschaffen, die sie an ihre Nachkommen weitergeben, wenn sie auf bisher unbekannte, schwierige Umgebungen treffen. Man kann sagen, dass die Tiefseedrachenechsen schon ein wahres Waffenarsenal in ihren Körpern hatten, bevor sie auf uns, die Menschen von Enkanomiya, trafen. Die Ergebnisse der Intelligenztests sind verblüffend. Lehre 207, Drachenechsen-Intelligenzforschung. Durch ein Auswahlverfahren, das aus Belohnungen und Bestrafungen besteht, obwohl frühere Forschungen darauf hindeuten, dass ein Auswahlverfahren unnötig ist, Drachenechsen sind allesamt Anpassungskünstler par excellence. Näherten sich die sprachlichen Fähigkeiten von Drachenechsen nach 4 Generationen denen eines 12-jährigen menschlichen Schülers an. Vielleicht sollte man eher sagen, dass Drachenechsen schon immer ihre eigenen Kommunikationsmethoden hatten und dass sie hier ihre Lernfähigkeiten unter Beweis stellten. Wir sind der Meinung, dass diese Experimente nicht weitergeführt werden sollten. Andernfalls könnten wir uns als engstirnig erweisen, weil wir die letzte Person, die eine fantastische Geschichte über Drachenechsenmenschen geschrieben hat, verstoßen haben. Die Prophezeiung besagt, dass der Drachenherrscher des Wassers in menschlicher Gestalt geboren werden wird. Wir dürfen nicht zulassen, dass dies in Enkanomiya geschieht. Alle bisherigen Versuche der Veredelung sind gescheitert. Lehre 907 Watatsumi Omikamis Sonderbefehle 1. Weil sie das Blut von Watatsumi Omikami nicht annehmen können, werden die Drachenechsen verschiedenen negativen Auswirkungen zum Opfer fallen. Vielleicht sind sie noch nicht stark genug, aber wir können uns nicht sicher sein. Nach unserem rationalisierten Drachenechsen-Evolutionsplan müssen wir eigentlich schon die stärkste Drachenechse gezüchtet haben. Die Veredelung kann als Erfolg gewertet werden. Lehre 907 Watatsumi Omikamis Sonderbefehle 3. Die Ablohnung rührt daher, dass die Drachenechsen Wesen aus dem Reich des Lichts sind, auch als Elementarwesen bekannt, und daher im Widerspruch zum Reich der Menschen stehen, zu dem Omikami und seine Korain-Vasallen gehören. Alle Versuchsprotokolle sind geschlossen. Keines der hier durchgeführten Experimente hat zum Tod eines Drachenerben geführt. Sie sind alle an Altersschwäche gestorben. Gepriesen sei Watatsumi Omikami, gnädig und wohltätig, wie er ist. Band 5. Frage 1. Was läuft am frühen Morgen auf 4 Füßen, tagsüber auf 2 Füßen, nachts auf 3 Füßen? Antwort: Eine Drachenechse, die sich in einen Menschen verwandelt, um auf einem Bein zu gehen, sich dann ein Bein bricht und schließlich mit einem Stock gehen muss. Die Weisen mögen diese Antwort am meisten und es sind fast ausschließlich die Kinder, die sie richtig wählen.
Für Erwachsene riecht es immer nach einer schrecklichen Verschwörung, wenn sie eine Drachenhexe in einen Menschen verwandelt hat. Einer alten Prophezeiung zufolge wird der Drache des Wassers, der uralte Herrscher der Drachenhexen, definitiv in Menschengestalt herabsteigen. Für Kinder bedeutet die Antwort auf die Frage jedoch die Möglichkeit des gegenseitigen Verständnisses. Aber es ist keine gute Idee, Drachenhexen lebenswert klingen zu lassen. Solche Witze nehmen zwar die Angst, aber sie senken auch die Wachsamkeit der Kinder. Die Drachenerben der Tiefe haben sich weiterentwickelt, um die Macht anderer Elemente zu nutzen, und haben daher ihre Reinheit verloren. Daher wird der Drache des Wassers nicht mehr aus ihren Reihen geboren. Der Drache des Wassers ist das Nobilett? Frage 2. Dieses Wesen hat nur einen Mund und manchmal 4 Füße, manchmal 2 Füße und manchmal 3. Obwohl es sich nicht in anderen Dinge verwandeln kann, ist es in der Lage, auf der Erde zu gehen, im Wasser zu schwimmen und in der Luft zu fliegen. Je mehr Füße es hat, desto schwächer wird es. Was ist das für ein Wesen? Ein Mensch. Der Mensch krabbelt als Neugeborenes auf Händen und Füßen, geht als Erwachsener auf 2 Beine und benutzt das Ältere einen Gehstock. Die Antwort lautet zweifelsohne: ein Mensch. Frage 3. Was spricht mit nur einem Mund, läuft aber auf 4 und 2 Füßen? Jemand, der Vieh züchtet. Dieses Rätsel ist sehr alt. In der Vergangenheit konnten wir die Bedeutung von Vieh nur durch das Lesen von Texten verstehen. 4 Beine bezieht sich auf 4-beinige Tiere wie Rehent, Pfeffert und Waldscharwin. Nachdem Byakuya-Koku in die Tiefe des Ozeans gestürzt war, starben diese Tiere innerhalb von 2 Generationen aus, weil es an bewohnbarem Land und Nahrung fehlte. Seit der Ankunft von Watatsumi Omikami sind einige von uns an die Meeresoberfläche zurückgekehrt, um ein neues Zuhause aufzubauen und mit den Menschen dort zu interagieren. Daher konnten wir uns die Namen dieser Tiere merken. Laut der Prophezeiung des Vasallen des Omikami werden wir alle eines Tages an die Meeresoberfläche zurückkehren. Deshalb ist es wichtig, diese Namen richtig zu lernen. Rehen sind Rinder, Pfeffert sind Pferde und Waldschawinen sind Waldschweine. Frage 4. Wer sind die beiden Schwestern, die sich jeden Tag gegenseitig gebären? Antwort: Tag und Nacht oder helle Nacht und ewige Nacht. Dieses Rätsel ist leicht zu verstehen. Es spielt auf die Abfolge von Tag und Nacht an, was im Byakuya-Koku helle Nacht und ewige Nacht im Zyklus unter der Kontrolle des Dainichi Mikoshi bedeutet. Obwohl sich das Land vor dem Bau des Dainichi Mikoshi in ewiger Nacht befand, ist das Licht des Tages, das die Menschen gesehen haben, unverändert geblieben. Übrigens wurden die beiden besonderen astronomischen Phänomene von Byakuya-Koku, die Luftspiegelungen und die Schatten der Sünder, zunächst unterschiedslos als Eidola bezeichnet und als die 2 Seiten derselben Medaille angesehen. Erst mit der Ankunft von Watatsumi Omikami waren die Menschen in Byakuya-Koku in der Lage, die beiden Phänomene zu verstehen und sie unterschiedlich zu benennen. Obwohl die Sonne nicht auf Byakuya-Koku schien, nannte man die Luftspiegelungen, die in der hellen Nacht auftauchten, Sonnenflammenillusionen und die der ewigen Nacht Geisterfeuerillusionen. Im Laufe der Zeit wurden beide als Sonnenflammenillusionen bezeichnet, da sie im Grunde genommen dasselbe sind. Frage 5. Ich bin der Schattengeborene des Herrn des Lichts. Ich bin ein flügelloser Vogel, der sich von der Erde in den Himmel erhebt. Diejenigen, die in meiner Gegenwart Tränen vergießen, fühlen keinen Kummer in ihrem Schoß. Mit einem sanften Windhauch vergehe ich und so endet mein flüchtiges Leben. Antwort: Die Antwort ist Rauch. Vögel sind geflügelte Wesen und es ist normal, dass man sie in Enkanomiya nicht sieht. Frage 6. Ein Vater hat 12 Kinder, von denen jedes 60 Töchter mit unterschiedlichem Aussehen zur Welt bringt. 30 von ihnen sind blass und 30 sind dunkel. Die ganze Familie, die den Tod nicht kennt, wird nur verblassen. Wer ist der Vater? Die Antwort ist das Jahr. Die Bewohner von Byakuya-Koku finden den Teil über 60 helle oder dunkle Enkelingen vielleicht etwas verwirrend. Aber alles wird einen Sinn ergeben, wenn sie Frage 4 gelöst haben. In den alten Zeiten gab es eine Fortsetzung dieses Rätsels. Es besagte, dass jede Enkelin 12 Nachkommen gebären würde, von denen jeder wiederum 60 Kinder haben würde. Jedes dieser Kinder würde später weitere 60 Kinder zur Welt bringen, die wiederum ihre eigenen Kinder haben würden. Dies würde sich fortsetzen, bis schließlich alle Nachkommen zusammen das einzige Urkind zur Welt bringen würden. Tokoyo Ookami, die Mutter von 14 Milliarden Jahren. Watatsumi Omikami hat den Leuten verboten, dieses Rätsel zu verbreiten. Anhang: historische Figuren, ihre traditionellen Namen und Darstellungen im Narukami-Stil. Kairos, Tokoyo Ookami, Eris ist Arisu, Abrax ist Abaraku, Charon, K. Spartacus, Supada, Emma, Ema, Koi, Antigone, Antigonus, Antai, Erebos ist gleich Ereboshi, Echion ist gleich Eki,
Udeus ist gleich Uda, Asklepios ist gleich Surepio. Puh, das war ganz schön viel. Ja, es war einfach so ein bisschen die Geschichte von Enkanomiya und Inazuma-Watatsumi. Leider nicht immer zusammenhängend. Also hier zum Beispiel wurden einfach verschiedene Begriffe. Also ich meine, das ist jetzt halt ein bisschen spät. Ich erinnere mich an viele von den Begriffen. Dunkel aus der Story von damals. Aber das ist so lange her, dass ich mich nicht mehr genau an vieles erinnern kann. Was mit den Sonnenkindern und so, mit helle Nacht, ewige Nacht und so. Das alles kennt man auf jeden Fall noch. Aber das hätte man damals halt wirklich lesen müssen, als es noch halbwegs frisch im Gedächtnis war. Aber naja, besser spät als nie. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar und Abo von euch freuen. Ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Genshin Impact Video wieder. Weitere Bücher schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung, in die Playlist. Und ich hoffe, wir sehen uns dann. Haut rein, macht's gut und ciao, ciao.